Mein Traum wäre, dass eine physikalische Messmethode, die wir entwickeln, zum Beispiel Einzug hält in einem klinischen Verfahren. Dass wir da wirklich sehr wichtige Beiträge dazu leisten können, um Zellen einfach besser zu verstehen. Was ich spannend finde bei dem Ansatz, dass man sich die Zelle als Ganzes anschaut, ist für mich persönlich, dass ich es mir noch vorstellen kann. Ich kann die Zelle sehen. Ich kann sehen, wie die sich in schmale Stellen, schmale Löcher reinquetscht. Und ich habe dafür ein intuitives Verständnis. Das macht für mich so den Reiz aus, dass ich mich da in diese Zelle reinversetzen kann, weiß, was die gerade treibt. Das Trinity College in Cambridge. Eine Institution mit einer einzigartigen Ahnenreihe weltberühmter und preisgekrönter Wissenschaftler. Allen voran Isaac Newton. Ein inspirierendes Umfeld für Spitzenforscher wie Jochen Guck. Der Biophysiker untersucht die mechanischen Eigenschaften von Zellen. Es ist nichts Ungewöhnliches hier an diesem Ort, dass man eben auch mal einen Nobelpreis bekommt. Und mit diesem Wissen geht man auch Experimente anders an, als wenn man sagt, naja, ein Nobelpreis, der ist so weit weg, den kann ich sowieso nie bekommen. Vom College-Gelände zum Campus für die Naturwissenschaften. Nach Stationen in Texas und Leipzig wechselt Jochen Guck 2007 als Dozent ans Cavendish Laboratory. Ein Höhepunkt in seiner Forscherkarriere. Als ich hier nach Cambridge gekommen bin, an das Cavendish Lab, das war schon so ein bisschen wie Eintritt in ein Märchen, weil hier so viel tolle Wissenschaft passiert ist und dann ist man plötzlich Teil davon. Das ist schon eine ganz besondere Erfahrung. Es war das Cavendish-Labor, wo Francis Crick und James Watson 1953 das räumliche Modell der DNA-Doppelhelix entdeckten. Eine Revolution für unser Verständnis von der Entstehung des Lebens. Die molekulare Genetik ist heute ein riesiges Forschungsfeld. Jochen Guck hat einen anderen Ansatz gewählt. Er forscht nicht an Genen, sondern an lebenden Zellen. Welche physikalischen Eigenschaften haben sie im Verhältnis zu ihrer Umgebung und warum? Ein spannendes Beispiel sind die Netzhautzellen der Maus, die hier gerade präpariert werden. Beim Sehen muss das Licht erst durch mehrere Gewebsschichten hindurch, bevor es auf die Photorezeptoren an der Rückwand der Netzhaut trifft. Ein Umweg, der Streuung und Reflexion mit sich bringt. Schon lange haben Wissenschaftler über diese Laune der Natur gerätselt. Aber warum haben wir trotzdem so ein beeindruckendes Sehvermögen? Die Lösung des Rätsels liegt in den optisch-physikalischen Eigenschaften der Zellen. Jochen Guck konnte bestimmte Zelltypen nachweisen, die so gebaut sind, dass sie als optimale Lichtleiter für die Photorezeptoren fungieren. Da gibt es Zellen, die sind lang und dünn, die haben einen höheren Brechungsindex als die Zellen in der Umgebung. Und es ist genau die gleiche Situation, warum in der Glasfaser Licht über lange Entfernungen transportiert werden kann. Weil das Licht in dieser Faser gefangen ist. Und es sieht so aus, als ob die Zellen in der Retina, sogenannte Müller-Zellen, genau das gleiche Prinzip verwenden, um das Licht zumindest ein ganzes Stück weit in diese Retina rein zu transportieren. Im Labor nebenan findet eine weitere Zellvermessung statt. Die Methodik ist ungleich spektakulärer, denn die Zellen werden dabei verformt. Ein Mitarbeiter von Guck traktiert menschliche Blutzellen mit Laserstrahlen von zwei Seiten. So werden die Zellen eingefangen, fixiert und in die Länge gezogen. Je weicher und elastischer die Zellen sind, desto stärker ist dieser Effekt. Guck arbeitet daran, den Optical Stretcher als klinische Messmethode zu etablieren. Man kann dann sagen, wir nehmen eine Probe von einem Patienten und untersuchen, wie weich oder wie steif die Zellen sind. Und wenn die Zellen alle zu weich sind, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass da vielleicht ein Krebs vorliegt oder vielleicht, dass man sagen kann, die Zellen sind so weich, dass man Metastasen vermuten muss. Das heißt, man kann dann mit dieser Methode über eine reine Diagnose hinausgehen und zu einer Prognose kommen, was natürlich wesentlich wertvoller ist, weil man dann die Therapie darauf abstellen kann. Mit der Alexander von Humboldt-Professur hat Jochen Guck seinen Arbeitsschwerpunkt 2012 von Cambridge nach Dresden verlagert. Der Biophysiker soll eine zentrale Rolle im fachübergreifenden Forschungszentrum Biotech spielen. Ziel ist es, die Biomedizin mit der Physik und dem Bioengineering enger zu verknüpfen.
Den interdisziplinären Austausch wertet Guck als großen Standortvorteil. Das war einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin, weil ich sehr klare Projekte gesehen habe. Aber jeden neuen Kollegen, den ich treffe, ein paar Minuten Unterhaltung und es wird klar, dass da irgendwelche Anknüpfungspunkte sind. Und das finde ich unheimlich spannend und ich kann im Moment noch gar nicht sagen, was ich genau hier alles machen werde. Die Möglichkeiten sind so mannigfaltig, das ist einfach phänomenal. Jochen Guck ist ja, auch wenn er erst 39 Jahre alt ist, schon ein wirklich sehr anerkannter Forscher, hat auch schon hervorragende Ergebnisse gehabt. Ich glaube, dass er tatsächlich uns helfen wird, die Medizin so weit voranzuentwickeln, dass wir Krankheiten oder Unfallschäden heilen können, nachhaltig heilen können, von denen wir heute noch gar keine Vorstellung haben, wie das gemacht werden kann. An der TU Dresden ist Professor Guck zurzeit dabei, sein Team aufzubauen und Labore einzurichten. Eines der ersten Projekte ist die technische Weiterentwicklung des Optical Stretchers. In Zukunft will der Biophysiker auch der Mechanik von Nervenzellen auf den Grund gehen. Am Zentrum für regenerative Therapien gibt es dafür die idealen Forschungsobjekte. Zebrafische können selbst schwere Hirnverletzungen verkraften, weil sie die Fähigkeit zur Regeneration besitzen und die abgestorbenen Nervenzellen durch neuronale Stammzellen ersetzen. Anders als beim Menschen findet bei den Fischen keine Narbenbildung statt, welche die Selbstheilung verhindert. Jochen Guck will von der Regenerationsfähigkeit der Fische lernen, die genetisch eng verwandt mit uns sind. Seine Biophysik könnte einmal die Ära einer neuen Medizin einläuten. Mein Traum wäre, wir finden raus, dass physikalische Aspekte eine große Rolle spielen, wenn Nerven nicht mehr weiter wachsen wollen. Und dass wir da einen physikalischen Schalter umlegen können, dass wir sagen, wir machen ein Narbengewebe weicher oder steifer. Und dass das dann dazu führt, dass zum Beispiel Querschnittsgelähmte wieder gehen können. Großer Traum.